Herzlich willkommen bei der Rap-Analyse von mir für euch. Heute nehmen wir das gute Video von Blockmonster und Schwarz Odyssee unter die Lupe, produziert von Blockmonster höchstpersönlich. Dieses Video hat 3336 Aufrufe, 384 Likes und 14 Dislikes. Ich habe das Video rein theoretisch schon mal aufgenommen. Ich kenne den Song jetzt. Ich habe zumindest einmal angehört. Und ja, fangen wir einfach an. Losging, sind die Flüsse immer noch blutig. Hirn tut im Herz, bis mein Herz nicht mehr schlägt. Zusammen mit Block gab ich Herzblut und Tränen. Dieser schmerzhafte Weg war für manche zu schwer. Das stimmt. 11 Jahre, das stimmt. Die haben ja letztes Jahr zum Jubiläum, zum 100. Album, ja so ein Special-Ding gemacht. Wegen 10 Jahre Hirntod und 100. Release des Albums, was extrem vieles. Einfach nur krank. In 10 Jahren 100 Releases. Na, aber hier, tschüss. Dieses Jahr kamen schon wieder 3. Blockmonster von Blockmonster, Schwarz von Schwarz und Rako von Rako. So. Full Alben. Hochwertig produziert. Ich habe jetzt leider nicht reingehört, aber ich denke, ich kenne ja die Jungs. Hochproduziert, sehr viel reingesteckt, investiert. Auf alle Fälle. Deswegen, und dass viele das nicht quasi mit der verfolgen konnten von den alten Leuten, wie Dr. Jekyll, Dr. Jekyll war ja die Dame. Dann hat man Uzi, der hat vor etlichen Jahren seinen Austritt bekannt gegeben. Was mit Perverses, keine Ahnung. Der hat ja sein eigenes Ding so nebenbei gemacht. Und dann gab es noch Dr. Faustus, wo viele sagen, das ist Blockmonster selbst. Man munkelt. Gab es da noch ihn? Ich glaube, das waren alle. Ja, ich glaube, das waren alle. Und sie fanden ihr Grab tiefe Meer, doch wir halten ihn. Halten unseren Kurs, ziehen weiter, trotz in jedem Sturm. Viele wollten uns stoppen, haben es versucht. Ihr Blut klebt an unserem Bug, es ist Hirntod for life. Solange wie ich lebe, für mich gegen den Strom, während meiner Odyssee. So, das war der Part von Schwarz. Sagen wir so, ich habe schon krassere Texte von ihm gehört. Viel krassere. So, jetzt kommen wir zum guten alten Blockmonster. Meine Reise begann in den 90er. Enttäuschungen gab seitdem häufiger. Damals freundlicher, heute gute Miene. Zu dem bösen Spiel, was sie einen vornehmen. Ich habe alles schon erlebt. Fick die Bullen hier und fickten. Auf diesem Weg, er war steinig wie kein anderer. Keiner dachte, dass es klappte. Das stimmt. So oft wie die Hausdurchsuchungen hatten. Die sind ja jährlich gekommen. Das ist einfach nur Abnummer. Ich hab Bilder gesehen von den zerstörten Türen und alles drum und dran. Das war schon. Alter Schwede. Junge mit Macke hat Waffe und Maske, Hass für die Welt und bringt neue Musik. Ihr habt nie dran geglaubt, dass es uns heute noch gibt. Doch wir stehen. Es ist gut möglich, dass es einige gab. Wie Soldaten, erste Reihe, bereit für den ersten Schuss, rennen eine Meile. Bullerei schickt die Liebesbriefe seitenweise. Ein netter Vergleich mit den Liebesbriefen. Rap, Untergrund, mein Scheine. In den Schatten, Musik, die sie verbieten. Sie werden zu hart, Prüfstein, Sleeping. Das stimmt auch. So viel Alb, wie die auf dem Index haben. Alter Schwede. Und sie prüfen und suchen, doch der Weg ist gefährlich und endet meist blutend. Top 10, Hirntod bis zum Tod.
sind alle Flüsse blutrot. So. Und jetzt habe ich ein Problem mit dem Song. Wir sehen, wir haben 1 Minute 46 auf dem Tacho. Aber das Musikvideo geht 3 Minuten 33. Das ist der komplette Song. Und das ist der komplette Song, meine Damen und Herren. Jetzt kommt nur noch Beat. So, wir haben ein paar Bars von jeweils den beiden, keine Hook, und jetzt haben wir fast 2 Minuten nichts. Nichts. Es kommt einfach ein paar, wir haben da auch ein paar Bilder hier. Hier, wir haben schon ein paar schöne Bilder hier. Wie der nette Herr, oder was war das hier, mit dem netten Herr, mit dem Ding mit den Händen spielt. Nice. Ich muss ehrlich sagen, ich bin minimal enttäuscht. Wenn ich mir die alten Dinge anhöre, ich weiß, man kann Neues mit den Sachen, was die jetzt machen, mit damals den Vergleichen etc. Die Leute machen auch nur ihre Arbeit, ihre Leidenschaft, Arbeit ist, ich wollte schon sagen Hobby, aber ist ja schon Arbeit etc. Aber wenn man das, ich weiß, die dürfen quasi, sie versuchen Härte, aber trotzdem Härte zu bringen, die nicht direkt wieder auf dem Index landet, dass die Alben nicht mehr vertrieben werden dürfen. Ich verstehe das voll und ganz. Wenn ich mir die alten Dinge anhöre, zum Beispiel 1. Mai-Anschlag oder Flüsse aus Blut 1, Dämon, glaube ich, hieß ein Album von Blockmonstern, einen anderen Name. Dann haben wir noch Legenden sterben, die Friss oder Stirb, Ein-Mann-Armee, Maske auf. Wir haben von Schwarz zum Beispiel Der Spermanist, Lady Bitch Gay, Altersgeilheit. Und was es da noch alles noch gibt, Alter. Desperados 2030. Ich glaube 2075 oder kam auch schon, glaube ich zumindest. Also wir haben wirklich eine Menge Releases, die für mich, also ohne Witz, für mich, da waren Tracks drauf. Ich erinnere mich nur an Lady Bitch Gay mit dem Penis-Style oder Legenden sterben nie mit der Mutterfick-Romantik. Von Ein-Mann-Armee mit Schwarz, da gibt's Maske auf, dann ja das Collabo-Album von Schwarz mit King Orgasmus, Folterkeller der Zombie-Nutten. Alter, das komplette Album, das kannst du dir im Guss geben. Alter, das sind Tracks drauf. Großangriff der Zombie-Nutten, das Musikvideo ist einfach nur GG, Alter. Ohne Witz. Und jetzt gucke ich mir Odyssee an von den Zweien und denke mir so, warum? Warum? Ich frage mich ernsthaft, warum, Alter? Warum machen die sowas? Es macht mich einfach nur traurig. Ich bin wirklich Fan, Alter. Ich habe die ja gesehen. Mehrmals. Schon live. So, ich feiere ja die Mucke. Das gibt so viele geile Hammer-Tracks von denen. Und dann denke ich mir so, dann gucke ich mir jetzt das an, denke mir so, was, das war's schon? Da sind ein paar nette Vergleiche dabei, so jetzt in dem Sinne, aber ich habe wirklich ein ernsthaftes Problem mit dem Ding. Es ist einfach... Es ist einfach so traurig. Es ist einfach so fucking traurig. Naja, gut, egal. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Oder wie lange ihr schon Hirntod verfolgt. Welchen Track, beziehungsweise welches Album fandet ihr? Das, sagen wir so, die ersten, also die besten drei Alben von Hirntod. Welche fandet ihr geil? Die haben ja 100 Releases, das wird ja
Gut, viele sind nicht mehr offiziell käuflich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Album von Hirntod ihr am geilsten fandet. In dem Sinne will ich mich einfach jetzt verabschieden und ins Kissen heulen. Also. In dem Sinne, haut rein und macht irgendwas Sinnvolles, ey.